Hallihallo und ein herzliches Willkommen zur 100 Baby Challenge. Neuer Tag, neues Glück, würde ich jetzt mal sagen. Und die Jungs und Mädels stehen dann mal auf. Hoffentlich habe ich noch genug zu essen. Hoffentlich. Dann isst du das. So. Du bist auch schon wach. Ei. Dann stehst du auf. So, dann machen wir mal kurz weiter. Oh Gott. Ja, du kannst gleich. Oh Mann. Ja, geh. So, jetzt bist du auch schon wach. Und du musst auch so dringend aufs Klo. Oh nein. Das ist doch nicht wahr. Ja, komm, geh. Geh den Busch bestäuben. Wohl echt ganz ehrlich, das tut uns jetzt auch nicht weh, mit dir sitzen. Komm, geh da aufs Klo. Und dann darfst du da duschen. Und dann darfst du Omelette essen. Du bist gleich fertig und darf deine Schwester dann auf. Dann darf dann deine Schwester auf. So. Verwenden und duschen. Oh, du hast sehr Hunger. Gericht nehmen. Du bist dann auch gleich wach. Wenn die Kleine fertig ist, stehst du auf. Und alle fühlen sich unwohl. Obwohl, ihr müsst gleich eine Stunde in der Schule sein. Wird ganz schön knapp. Für manche. So. Verwenden, duschen. Komm auf. Nur weil du da bist und die Puppen magst, das ist nicht, dass du lang schlafen darfst. Nein, nein. Gott, du musst mal wieder was kochen. Warum? Was ist das denn? Oh, jedes Mal echt. Setze das zurück. Ich weiß nicht warum. Du hast gerade da gegessen. Du hast gerade da gegessen. Du hast gerade da gegessen. So. Können wir jetzt weitermachen. Ich fasse keinen Herd mehr an. Was jetzt? Mag nicht mal. Nein, du räumst nix auf. Verstanden. Du unterhältst dich bitte. Mit Michael. Ruiz, da. Kabla Yamito. Wanuba, Fatsui, Sawa. Jetzt schreit die kleine Maus wieder. Way Bell. Okay, gucken, haben wir noch ein Stück. Kannst du mal ein bisschen schneller essen? Hm? Kleine Maus schreit. Was los? Was los? Ja, ich bin sofort bei dir, wenn das hier fertig gekocht ist. So, also jetzt. Darfst du an meine Brust? Ich habe Level 10 erreicht. Der Feinschmecker Kochfähigkeit. Danke, Phoebe. Komm, neues Reus Röck. Vielleicht einen Schimmel den höchsten Level in der Feinschmecker Kochfähigkeit erreichen. Yeah! Hab ich already. Darf ich dann auch was essen, ja? Ist aber nett. So,
Ihr tut mal fleißig arbeiten. Ah. Kleine Grace. Ja. Oh, jetzt geht's ja wieder gut. Jetzt liegt sie ganz brav da. Jetzt darf die Mama was essen, ne? So. Und oben war irgendwas kaputt. Genau. Nein, du reparierst selber. Da. Auch. Gott, die geht's echt gut. Die geht's richtig gut heute. Das ist schön. Wow. Unfertige Hausarbeit. Oh oh. Soll er versuchen, die Arbeit eines Mitschülers abzuschreiben oder die Wahrheit gestehen? Du bist jetzt ein kleiner Schlingel, ne? Leistungsverbesserung sogar. Oh, der Besuch beim T-Rex. Ignorieren. Hey, abschreiben war scheinbar gut. Okay, und das... Sie gerät ausnahmsweise immer nicht in Schwierigkeiten. Ist doch gut. Nein. Das tun wir nicht. Außerdem ist Fabian Holzmann jetzt mit meiner Livestream-Simmin zusammen. So, es wird gearbeitet. Los geht's. Jetzt wird was gemacht hier. Oh, ist das angenehm, dass hier nicht jedes Mal die Kamera runterschwenkt. Wie Klassenvortrag. Ich gebe alles. Oh, ich lege die Messlatte so hoch. Oh, hey, so bin ich halt. So bin ich. Jetzt kommt die Ekeltoilette. Wie schnell ist er mittlerweile schon repariert? Jawohl. Ja, du bist so glücklich. Wahnsinn. Bis auf das Schmutzige ist, ist alles super. Ach, du bist eine. Du bist mir schon so eine. So, gehst du mal da aufwischen. Und mir fällt gerade auf, dass die Handtücher am Fenster hängen, aber sie hängen am Rahmen. Das kann so gewollt sein. Da auch? Ja, die hängen auch am Rahmen. Das kann so gewollt sein. Wahrscheinlich habe ich das sogar auch so gewollt, weil ich weiß es nicht mehr. Boah, Zeit, dass mal die Kinder erwachsen hier, ne? Mal groß werden muss mit Lilly und Maria. Vorne? Ja, schön putzen. Ja, ja. Und danach da. Stehst? Und unten hatte ich, glaube ich, auch noch was. Oh nein, das ist jetzt schon sauber. Das ist die Dusche noch nicht. Wollen wir mal noch sauber machen. Sonst scheint alles zu funktionieren. Ich muss hier gießen. Geht's gut? Ist das? Michael Sommer, den kenne ich noch gar nicht. Oh. Oh, den müsste man mal vorstellen. Den müsste ich mir mal... Halt, das... Ach, jetzt haut er eh ab. Das muss ich mir mal merken. Den Namen muss ich merken. Den sehe ich bestimmt mal wieder. Oh, jetzt schreibt meine Kleine. Was hast du denn jetzt schon wieder? Schmutzige Windel! Auftrag schmutzige Windel.
die großen Grimassen schneiden können wir auch mal. Und danach wird jetzt gesäubert. Und dann sollte ich vielleicht auch mal ein Mittagessen oder so ein Brunch servieren. Ich sollte eigentlich auch mal was backen. Wär's mal mit Haferflockenkekse. Ach Gottchen. Ach, kleine Maus. Alles gut. Grace. Hm? Ja, kleine Grace. Ach, dann tut mal noch ein bisschen Freundschaften schließen. Damit ihr dann daheim in Ruhe Hausaufgaben machen könnt. Was hat der denn? Warum bist du denn traurig? Achso, kein Mittagessen. In diesem Fall, okay. Dachte, der hatte doch eine Leistungsverbesserung bekommen. Was hast du jetzt für Probleme? Oh, du bist krank. Oh. Wie es halt immer so ist, ne? Sorbum. Jason möchte vorbeikommen, abhängen. Klar. Komm. Gerne. Mein Jason schon lange nicht mehr gesehen, ne? Wie lange der da war, ne? Ich dachte schon, er will nie ausziehen. Nein. So, hast du gut gemacht. Ja, ja. Passt schon. Jetzt wird er essen, aber dann wird gebacken. Gebacken, gebacken. Ja, komm halt rein. Ja. Was war das denn jetzt? Ja, komm halt rein. Und jetzt erzähle ich dir die große Neuigkeit. Jetzt lass mich erstmal backen. Er wird sich denken, ja Mama, habe ich mir fast gedacht, dass du wieder schwanger bist. Ah, schön. Oh, Mirko, da fällt mir ein, wir müssen mit unserer besten Freundin auch mal wieder was machen. Können wir eigentlich gleich mal anrufen und hier einladen? Also, finde ich eine gute Idee. Wo ist sie denn? Sandy. Dann lass das jetzt mal kurz. Ah, jetzt komm. Lass das mal kurz stehen. Sag mal dein Sohn da Hallo draußen, sonst steht er. So, du bist mich verarschen, oder? Ich hab's gerade weggeklickt. Die will mich verarschen. Ich hab's gerade weggeklickt und jetzt. Willst du dich mal mit deinem Sohn unterhalten, ja? Musst du nicht, aber wäre nett. Hallo. Schau, die Kekse sind toll geworden. Super lecker. Das stellen wir mal so hin, genau. Oh. Glaubst du nicht, ich bin wieder schwanger? Sandy wird gleich da sein. Maria hat Bruno in der Schule getroffen. Tu mal bitte noch bewässern. Oh nein, was ist mit dir denn los? Voll traurig. Warum? Warum? Ich gehe hoch, sie geht hoch, ich gehe runter. Ja, so macht man das. Oh mein Gott, meine Pflanzen. Nee, meine Pflanzen, was ist mit meinen Pflanzen los? Oh, was hat sie denn jetzt? Ich werde nur wahnsinnig. Ich werde nur wahnsinnig mit den allen hier. Nur noch Medizin. Hammer. Nimm die mal. Danke. Komm, jetzt bewässern.
gute Noten. Wow, du wirst morgen definitiv noch besser. Ja, genau. Iss mal ein paar Kekse, hast du recht. Jetzt habt ihr mal ein bisschen Zeit für euch. Ihr habt mal ein bisschen Zeit für euch. Ich muss hier aber kurz mich um den Garten kümmern. Der schaut aus. Oh, hier ist überall so nass. Warum geht das nicht weg? Und dann tu mir mal. Irgendwas konnte ich weiterentwickeln. Hier war was? Das auch? Nein. Die Pilze? Nein. Das auch nicht. Ha. Sonst nichts da gewesen. Blöd, ich dachte. Ich dachte. Da haben wir halt nur eine zum Weiterentwickeln. Warum hast du den jetzt hier nicht weitergegossen? Gießen. So, dir geht's dann eigentlich besser? Das finde ich schön. Was machst du denn mit ihm? Einfach nur plaudern. Hauptsache es bringt Spaß, ne? Schön. Hausaufgaben machen. Wie geht's dir? Dir geht's gut? Mal Hausaufgaben machen. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Oh. Hi. Geht's dir besser? Oh, jetzt muss er auf die Toilette. Weißt du was? Geh doch hier unten in den Busch. Du musst doch da jetzt nicht hinauflaufen. Wir sind da jetzt. Was sind du jetzt für Probleme? Hä? Was hat denn jetzt gehabt? Weg, Kinder! Oh. Nein, jetzt bleib doch da liegen. Das war jetzt cool. Weg, hier sind Kinder. Ach, cool. Jetzt pieseln dahin. Haben wir es dann? Dann möchte ich nämlich gerne ernten. Ins Kies. Wenn ich noch was zu ernten habe, ja, da. Einfach alles ernten und dann wird oben gegessen. Oh, ich bin auch wahnsinnig. Was, Jason? Das wird nichts bringen. Ja, genau. Ich gehe lieber heim. Es ist mir zu laut hier. Wie klingt denn jetzt das Handy? Hä, da hat doch gerade hingepimmelt. Was machst du denn jetzt? Du sollst dich um sie kümmern. Lasst sie doch in Ruhe. Oh, danke. Du bist einfach eine tolle Freundin. So. Oh, was ist denn los? Ja, das werde ich schon hinkriegen. Och, das werde ich auch hinkriegen. Das nicht. Schön einstecken. Sehr gut. Ihr unterhaltet euch da draußen schön. Oh Gott.
Frauen müssen auch mal unter sich sein. Das wisse Kekse. Aber Flockenkekse, na gut, wegen mir. Was hast du denn? Schaut so eigentlich aus mit den Fähigkeiten. Da ist alles okay. Und bei dir? Was? Du bist eine Hintergrundschülerin? Tschüss! Gesundheit! Du musst kochen. Oh nein, das habe ich voll übersehen. Das tut mir leid. Mach mal einen Apfelkuchen. Schnell, Apfelkuchen. Da darf jemand Kerzen auspusten. Ja, bin jetzt doof. Oh. Schreit sie schon wieder. Es ist ein Stress hier hinten im Haushalt. Das ist einfach der Wahnsinn. Komm hier einfach nicht zur Ruhe. Jess macht dies, Jess macht das. Jetzt schreit das Kind. Jetzt machen die, was sie wollen. Und ach. Und du fertig bist, kümmerst du dich mal kurz bitte darum. Du bist noch krank, oder? Nein, ihr lasst das Kind in Ruhe. Du setzt dich dahin. Und du... Ah. Ja. Was soll denn das jetzt? Ich werde nur wahnsinnig. Kochen. Ich dachte, man kann auf Apfelkuchen auch was drauf machen. Oh, dann gibt es halt einen Erdbeerkuchen. Das ist doch nicht normal. Ey, sag mal, was ist denn mit dir? Du solltest bitte... Du musst nur deine Hausaufgaben jetzt hin. Hm? Ich hoffe, du hast die einstecken. Gut. Oh Gott. So, darf ich jetzt Geburtstagskerzen hinzufügen? Wir sind alle fix und fertig. Was? Warum? Warum geht das nicht? Ja, dann mach du das. Hä? Warum kann sie das nicht? Das ist ein Scheiß. Und auspusten. Gesundheit. Und. Dann haben wir in der nächsten Folge wieder ein Umstyling. Okay, das war ja unsere Einzelkinderin. Stimmt. Okay, du bist die Einzelgängerin. Also was möchtest du dann? Was möchtest du dann? Oh. Nein. Also Staatsfeind wäre schon mal cool eigentlich. Das ist ein Staatsfeind. Oder sie möchte eine Bestseller-Autorin werden. Und das ist schwierig. Nicht kokett. Das wäre doch auch mal was.
Oh, dann geht gleich mal auf Toilette, du nicht Kokette. Das hat sie jetzt auch komisch gereimt. Geh gleich mal auf Toilette, du nicht Kokette. Okay, wie schaut's bei euch aus? Du musst dringend was essen. Dann iss mal. Bist du im Bett? Okay. Bist auch im Bett? Oh. Ich könnte mal nicht mal... Danüber. Was hast du jetzt? Na. Oh, wir müssen dein Bett noch beanspruchen. Und dann schlafen. Komm. Ist gut. Sie isst noch. Und geht dann auch schlafen. Du gehst schlafen. Geht's euch gut? Ach so, wegen deinen blöden scheiß Schultag, ne? Ja, so ein doofer Mist. Alter, wie schnell das immer geht mit dem Fernsehen gucken, ne? Und essen. Dann geht's auch ins Bett. Gott, die Folge geht viel zu lang. Ich muss hier Cut machen. Wir fangen in der nächsten Folge gleich mit dem Umstyling an. Na, ich wollte nicht auf dich. Tut mir leid, du bist jetzt nicht immer interessant. Hallo. So. Trab mal ins Bett. Dann sehen wir uns hier morgen, übermorgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Abonnieren nicht vergessen und lasst mir gerne ein Like da. Wenn es nicht, wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Ach, was rede ich manchmal? Also tschüss!